Ganz in Ruhe. Ach so, scheiße, ich habe ja nichts mehr. Hä, wieso habe ich Wie, nichts du mehr? hast nichts mehr. Hä, hinzufügen? Ich habe nichts mehr zum Hinzufügen. Ist das Spiel doof? Bist du nicht letztens auch noch gestorben? Wir hatten danach nichts mehr, weil wir die Runde nicht mehr gemacht haben. War das so? Hört sich doch nicht mehr. Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dama Rip und ja, dieses Video ist ein bisschen besonders, denn ich habe einen Special Guest heute mal mit dabei. Und zwar die liebe Lele Föhr. Hallo! Wie die Reaktion so. 1, 2, 3, hallo! Genau, das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem ein Spiel zusammenspiele. Vielleicht schon gemerkt, vielleicht auch nicht, dass, ja. Und heute spielen wir das wohl meist gehypteste Spiel des letzten Jahres, und zwar Phasmophobia. Ja. Oh Gott. Ja, genau. Wir versuchen nicht zu sterben. Was meinst du? Ja, wir hoffen das. Genau. Ob wir es nicht kriegen, ist unsere Frage. Ja. Und wir starten auch gleich. Warte, ich muss noch uns was raussuchen. Oh Gott, was nehmen wir denn? Das Haus. Ja, das Farmhaus. Genau. 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 Bereit. Bereit, Start. Och Gott, wird das schön. Oh Gott. Oh, bleibe nicht zu lange im Dunkeln. Doch, wir bleiben extra lange im Dunkeln. Damit wir sterben, ja. Ja, genau deswegen. Ja, ich glaube, wir werden auch im Spiel das ganze Zeug erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Also, wie alles geht, ne? Also halt, die ganze Ausrüstungs... Ob wir das hinkriegen? Ach, das müsste doch gehen. Wieso 90? So. Genau. Und zwar, ich weiß nicht, für die Leute, die es vielleicht mitbekommen haben, das Spiel hat eine ganz einfache Inhaltsangabe. Wir sind sozusagen so Ghostbusters und wir müssen Geister jagen. Ende. Das ist eigentlich das Spiel. Was soll ich dazu mehr sagen? Ist einfach so. Und das Ding ist... Die Geister können uns töten. Ja, das habe ich vergessen. Die Geister können uns lieb haben und sagen, ey, was... Ach da! Ich finde das immer wieder so schön, wie du einfach in der Luft stehst. Genau. Die Geister können uns aber auch töten und sagen, ey, komm, vergiss es. Genau. Und es gibt dann halt jeweils, was ich jetzt eben ausgewählt habe, so Orte, wo man halt hingehen kann und Geister finden kann. Und es gibt halt hier diese Ziele. Und es gibt nur immer 4 Ziele. Das haben wir auch bei den ganzen anderen Malen schon gemerkt. Oh Gott. Guck mal, bei Ziel 3 wäre ein Kruzifix. Ah, der Kruzifix! Was? Und lassen Sie Team, Zeuge, Mitglied, alles klar. Hier, guck, falsche fangen wir Geist. Ja, wir fangen den Geist mit Kruzifix und wir brauchen das Salz. Ich nehme das Salz. Okay. Oh, scheiße. Es fängt schon gut an, wir haben kein Salz. Oh nein. Oh Gott. Okay, unser Geist heißt Kenneth Brown. Okay. So. Und antwortet nur auf Personen alleine. Oh, das ist toll. Da opferst du dich doch gerne. Nein, du machst das. Was mache ich? Wie bitte? Ich nehme das Buch. Eine starke Taschenlampe. Nee, das war noch nicht mal die starke Taschenlampe. Ach, ich habe jetzt irgendwas. Und, EMF. So, genau. Wir machen erstmal unseren Weg in das Häuschen. So, ein bisschen schneller hier. Wir haben auch nicht ewig Zeit. So. Und reinspaziert in die gute Stube. Oh, dein Schatten sah schon hier aus wie so ein Geist. Da muss ich auch nicht von deinem erst anfangen. So, Taschenlampe, ich bin immer zu doof. Oh, man merkt erstmal wieder den Unterschied zwischen so einer normalen Taschenlampe und so einer starken Taschenlampe, ey. Echt? Ja, vielleicht wechsle ich dann auch noch. Genau, also wie man jetzt schon gesehen hat, man hat halt viele Sachen, die man ausrüsten kann. Geht's? Willst du die Tür aufmachen?
Klappt ja mal wieder super. Ja, wie schon gesagt, man hat viele Ausrüstungen. Ich habe hier zum Beispiel ein Geisterbuch. Darin kann der Geist reinschreiben. Was habe ich noch, was wichtig ist? Hatte ich nicht die Fotokamera mitgenommen? Bin ich doof? Weiß ich doch nicht, was du mitgenommen hast. Hä, ich dachte, ich hätte die Videokamera noch mitgenommen, aber anscheinend nicht. Hä? Was ist das denn für eine Kacke? Oh, ich habe Knochen. Ich habe den Knochen gefunden. Ja, oh, scheiße. Oh, wir sind so unvorbereitet. Wir brauchen... Aber wieso habe ich denn nicht die Fotokamera? Bin ich so doof? Was habe ich denn noch in der Hand? Ich kann doch nicht so doof sein, ey. Doch, können wir. Okay, ja, wo war ich? Gehst du jetzt noch die Kamera holen? Ja, ich hole jetzt noch. Ach so, ich habe das EMF-5. Oh, ich bin so doof, deswegen habe ich das nicht gesehen. Ach so. Oh, na gut, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Ja. Das hole ich dann später. Ja, also das EMF-5, wenn wir es gerade erwähnen, wenn das auf 5, also man kann ja das hier anmachen und dann man hat da halt diese Stufen und wenn das halt, ich habe meinen Sinn des Lebens vergessen. Nee, wenn das auf 5 ist, also wenn diese 5 Lämpchen leuchten, dann ist der Geist irgendwie in der Nähe. So haben wir das immer gemacht. Fotokamera kann ich auch gleich zeigen. Warte. So geht die Fotokamera. Erstmal ein schönes Bild von dir gemacht. Wie schön ist es denn? Oh, super schön. Man sieht deinen entzückenden Rücken. Oh, wunderschön. So, das erstmal demonstriert. Ich habe schon wieder eine Axt gesehen, die will ich wieder fotografieren auch gleich. Aber erstmal unser Knochen hier. Genau. Das Telefon klingelt. Oh toll, der Pizzaservice. Genau, ja, mit der Fotokamera kann man halt nicht nur die liebreizenden Mitspieler fotografieren, so, ich mach das mal, sondern man kann auch Beweise fotografieren und halt auch, wie ich jetzt schon erwähnt habe, irgendwelche Äxte, die hier rumliegen oder auch den Geist. Was wenn wir das müssen. Was wir auch tatsächlich geschafft haben in mehreren Spielen. Wo wir auch erstmal gucken mussten, wie alles hier klappt. Weil wir hatten uns auch am Anfang gesagt, wenn wir das Spiel zocken, dann wollen wir halt nicht gleich mit Level 1 irgendwie aufnehmen, weil wir halt beide sehr doof sind. Nee, und ich, warte mal, welches Level bist du? 7, ne? 7. Du bist viel weiter als ich bin. Ich bin nur Level 6. Na und? Dieser Unterschied ist nicht allzu groß. Ja, das stimmt. Nur ein Level-Unterschied. Aber ich schaff's auch irgendwie nicht, die Erfahrung hochzubringen. Ich weiß auch nicht. Ich bin einfach zu doof. Wir sagen es einfach so, wie es ist. Ach, du läufst da. Das ist schön. Wir sind alle zu doof. Oh, hier ist eine Voodoo-Puppe. Die fotografiere ich auch gleich noch. Weil ich könnte wetten, dass wir keinen Geist in dieser Runde sehen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hab da... Alter, die normale Taschenlampe. Ich kann nicht mehr. Es ist so fucking dunkel. Oh Gott. Warum wechselst du dann nicht? Weil ich doof bin. Ey, ohne Scheiß, sind dir auch schon diese Fliegenfänger hier aufgefallen in dem ganzen Haus? Was für Fliegenfänger? Wo bist du? Na, diese, ich bin hier. Wo bist du? Ist das hier? Hä, wo bist du? Bist du rausgegangen? Nein, ach, ich bin im komischen Schlafzimmer. Nee, warte mal, hier ach, ist ja auch gleich einer. Diese Dinger, die hier an der Decke hängen. Aha, nö. Ist mir noch nicht aufgefallen. Alter, so welche Dinger hatte ich mal in meinem Zimmer, die kleben wie Sau, Alter. Und dann, wenn auch noch da die Fliegen dran sind, lecker. Oh, ihr weißt du, ich schätze, der ist oben. Ach, nee. Doch, wahrscheinlich. Aber bevor wir hochgehen, würde ich doch nochmal die Dings austauschen, die Dings halt die... Wollen wir denn auch erstmal in den Keller oder so? Hä, hey, hat das Haus überhaupt einen Keller? Das weiß ich doch nicht, ich dachte, das weißt du. Oder? Ah nee, warte mal, ich habe da irgendwas mal gelesen, dass bei dem Farmhaus der Keller irgendwie außerhalb zu betreten ist. Also irgendwo draußen ist irgendwie eine Tür. Echt? Wie soll denn das gehen? Ich weiß auch nicht, irgendwo kann das sein, außerhalb vom Haus soll das irgendwie sein. Erkennt man auf diesem Map da überhaupt, wo der Keller ist? Oder bin ich nö, ich sehe auch nichts. Okay. Ich sehe nur.
Na, so, warte mal, ich bin total wieder überfordert mit der ganzen Angelegenheit hier. Ich habe noch nicht mal das Buch platziert. Ich habe die. Hey, weil wir den Raum noch nicht mal gefunden haben. Das stimmt. Ja, Fotokamera habe ich nur ein Bild. Ich würde das wieder austauschen mit einem EMF. Wenn ich es nehmen könnte. So, Okay. dann mal wieder auf ins Geschehen. Okay, wollen wir dann stattdessen jetzt hochgehen? Ja. Weil, ich meine, wir haben auch jetzt noch keinen Hinweis gefunden, ne? Du gehst vor. Ja, dann gehe ich eben vor. Soll ich ein Licht hier oben anmachen? Ja. Gut, mache ich das. Ja, wie schon gesagt, es kann, also wir haben auch so ein Buch, nochmal ein extra Buch, nicht Oh, das. 5 Grad. Oh, hast du mich Ja. erschrocken, ey? Sechs. Du bist mitten in mich reingelaufen. Tut mir leid. Hast mich so erschrocken. Nee, hier nicht. Warum ist schon mal nicht? Warst du jetzt Hier der? im Flur. Hast du geflackert mit dem Licht oder ist hier der liebe? Nein. Dann ist hier der. Och, dieses Buch, Alter. Hier im Flur ist es. Ach, meine Fresse. 4 Grad, 3 Grad, 4. So, dann platziere ich das Buch mal hier hin. Dann mache ich Hast du mal. die Türen hier aufgemacht? Nein. Wieso ist Dann war der? das der Geist. Oh toll. Das ist doch wunderbar. Genau, also es gibt auch so Momente, wo der Geist sagt, ach ja, jetzt kralle ich die mir mal. Und das ist halt, wie kann man das erkennen? Das ist, wenn unsere Taschenlampen flackern und wir dann irgendwas hören, dann handelt der halt. Und dann müssen wir ganz still sein, sonst werden wir ein Arsch, genau. Ich sag's mal lieber nicht, sonst. Wollen wir die Videokamera holen und die platzieren? Oh Oh, Gott, das Telefon, Alter. Telefon. Ja, lass machen. EMF5, EMF5. Komm, lass uns mal schnell rausgehen, Alter. Ich laufe mit meinem Kruzifix schon rum. Ja, vielleicht hält ihn das auf. Alter, okay. Dann haben wir das erste Beweisstück. Und dann können wir mal das Buch vorstellen. Und ich kann das auch gleich mal zeigen, das Buch. Und zwar ist das Geisterjagd, die Anleitung zum Überleben. Ich glaube, wir haben uns das nie durchgelesen. Nö, Wir haben nur immer. sollten Weil das Ding ist, das Wichtigste eigentlich sind hier ganz hinten die Beweise. Und zwar kann man halt, wie schon gesagt, wir haben dieses EMF-Ding jetzt eben gefunden, kann man auch gleich hier eintragen. EMF5, dann haben wir halt auch noch Geisterbox. Das ist dieser andere Kasten. Haben wir das überhaupt? Das müsste doch eigentlich Ja, ich hab automatisch. das. Ich hab die Geisterbox in der Hand. Okay, also wie schon gesagt, mit der Geisterbox kann man mit dem Geist reden. Was haben wir noch? Fingerabdrücke kann man mit der UV-Lampe sehen. Geisterorb ist halt, ja, da müssen wir dann noch die Videokamera platzieren. Ist halt, du siehst dann da irgend so einen weißen Punkt. Wir dachten am Anfang, das wäre ein Glühwürmchen. Genau, oder auch Glühwürmchen bei uns genannt. Ja, aber das ist irgendwie ein Geisterorb. Warum auch immer. Dann ein Geisterbuch, wie schon gesagt, habe ich schon erklärt. Gefriertemperatur ist der im Fall, wenn das Temperaturgedönse da, das, wie heißt das? Thermometer. Ja, genau. Thermometer, ich bin noch nicht drauf Oder gekommen. wenn man unseren eigenen Atem sieht. Genau, das ist Gefriertemperatur und das war's auch eigentlich schon. Ach so, ich bin so doof, ich wollte EMF5 eintragen. Habe ich schon. Genau, und dann hat man, wie schon gesagt, hier Wo? kann man die Fotos sehen und ganz schnell, hier sind halt die Geistertypen. Aber darauf kommen wir nochmal später zurück. So, EMF5, das hat sich erledigt. Ich mache das auch gleich weg. Kamera. Ja, mit dem Und dann lass Salz. uns schnell rein. Ja, Videokamera. Ich hätte sie fast wieder vergessen. Ah, warte mal, ich nehme nochmal vorsichtshalber die UV-Lampe mit. Ach so, Falls wir irgendwas sehen. Genau. Ja, bei den Fingerabdrücken oder so, das ist halt entweder. Ich habe das halt mal damals auf dem Bild gesehen. Außerhalb von dem Spiel. Das kann halt auch sehr klein ausfallen, diese Fingerabdrücke. Orbs? Ach so, Fingerabdrücke, ich dachte Orbs. Okay, ja, okay. Das Ding ist, diese Orbs, weil du es gerade auch erwähnst, das kann man auch so scheiße erkennen. Jetzt ist halt nur die Frage, wo ich den Scheiß mal platziere. Ich platziere die Kamera vielleicht hier hin. Zack. Und dann müssen wir aber auch dann hier oben wieder das Licht ausmachen. Weil das ist auch dann der Nachteil von diesen Geisterorbs. Du kannst halt nicht irgendwo das hin platzieren und das Licht anlassen. Weil dann sieht man die halt so schwer.
Geh mal runter oder so. Ich will mal gucken, ob der Geist mit mir redet. Jo. Und ich habe nebenbei die UV-Lampe, aber im Moment hier ist nichts dran. Hier scheint nichts. Wie alt bist du? Zu sein. Steht jemand neben mir? Nö. Zeige dich, Geist. Wie alt bist du? Oh Gott. Essiggürkchen, der Feind. Wo bist du? Willst du mit mir reden? Nein. No. So. Machst du mal das Licht aus? Ja, gerne. Wenn du... gerne. Ungern. Goodbye, have a nice day. Nein, ich gehe nicht. Das wäre böse. Wie alt bist du? Ich komme hoch zu dir. Ich will Nein, da rede doch nur alleine. Okay. Mit mir. Tschüss. Nein, nicht so weit weg von mir. Nein, ich bin an der Treppe. Ja. Heißt... Ist das Licht aus? Ja, ich habe das Licht ausgemacht. Ja, okay. Heißt halt entweder, wir sind einfach doof, oder... oder ich müsste es nochmal auf die andere Seite, also in Richtung des anderen Flurs mal aufstellen. Also wir haben jetzt schon die Möglichkeit, das ist ein Phantom. Ja. Ansee, Chin, Revenant, Sheld, Oni. Okay. Ja, aber wir brauchen halt... Die Möglichkeiten haben wir schon. Das Ding ist, wir brauchen halt mindestens... Das ist allgemein immer in jedem Level Herausforderung. Wie soll man das nennen? Ist das ein Level? Nicht richtig. Es ist keine Ahnung. Nee, Herausforderung trifft es, glaube ich, eher. Ja, das Ding ist, man braucht mindestens halt zwei hier, wie heißt es? Hinweise, um halt herauszufinden. Vielleicht, also halt um das alles ein bisschen einzugrenzen. Was das für ein Geist sein könnte. Hm. So, und das Ding ist, ich habe nichts mehr weiter, außer die UV-Lampe und die starke Taschenlampe. Das muss jetzt erstmal reichen. So, ich gehe mal ich hoch. Folge dir ein bisschen mit einem Kruzifix. Wie heißt du? Udi, die Bierflasche ist hier reingeklitscht in die wie schön. Treppe. Ach so, ich gehe eine Kamera holen. Hier rollt eine Dose. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was denn? Alter! Ich hab einen Rotzen gehört! Alter! Alter! Wo bist du? Bist du draußen? Ach du meine Güte! Alter! Das Vieh ist, Alter, das Vieh ist auf mich zugelaufen. Das ist irgendein Metzger mal wieder, Alter. Oh nein, kein Kind. Alter, Mensch, wieso hat, Mann! In solchen Momenten wünscht man sich einfach, die Kamera, eine Fotokamera dabei zu haben. Ohne Mist. Meine Fresse, ey. Ich hab nur gesehen, ich war da oben, ne? Irgendeine Dose ist da gerollt, auf einmal kam der. Ich hab die Kamera erstmal mit dem einen Foto noch übrig mitgenommen. Okay. Oh. Ja, warte, dann, warte mal, ich, auf sowas wieder, Alter, man weiß halt das nicht, ob da der direkt ist oder nicht. Mensch, das wäre so ein geiles Foto gewesen. Aber egal, wir lernen alle aus unseren Fehlern dazu, ne? Ja. Hoffen wir. Ja. Oh, meine Güte, ey. Ich mag nicht. Alter, der ist halt oben, der hält sich halt wirklich oben. Was ist mit dir? Was? Du stehst, du kommst nicht rein. Du läufst gerade auf der Stelle. War jetzt nicht mehr. Okay. Du standst gerade im Türrahmen und es ging nicht weiter bei dir. Ah, okay. Vielleicht hat er sich jetzt mal dazu geäußert, was ins Buch reinzuschreiben. Kill, kill, kill. Nein, hier ist noch nichts. Schreib in das Buch. Warte mal, ich versuch mal was. Nee, ich habe nur dich fotografiert. Scheiße. Das wäre geil gewesen, wäre der da noch gewesen. Der Metzger vom Dienst. Aber auf jeden Fall ist er hier oben. Das macht die Sache nicht einfacher. Oh. Hier hat sich gerade was bewegt. Das Ding hier. Ja, vielleicht kommt er gleich wieder und dann sind wir halt alle am Arsch. Hast du das Licht angemacht? Wo? Das Dingsbumslicht da. Nein, habe ich nicht. Ich geh mal wieder, ja? Alter, ich schwör dir, wenn ich jetzt noch ein Foto von dem hätte, Alter. Das wäre so geil.
Jetzt, wenn du raus bist, müsste bei mir die Tür zugehen einfach. Das wäre so gemein. Aber geht nicht. Das wäre so geil gewesen. Kannst du dich noch daran erinnern, als kaum warst du drin, hat er die Tür zugemacht und ich war noch draußen? Ja! Wo war denn das? War das in der Schule damals oder war das? Nee, das war auch in so einem Farmhaus. Oh Gott. Ich glaube sogar, nee, nicht in dem Haus, sondern in diesem Streethaus, glaube ich. Das einstöckige oder das... Nee, warte mal, jetzt überlege ich. Nee, das zweistöckige. Das zweistöckige, okay. Aus. Ist es Fotobuch? Ist es Fotobuch? Eine sehr schrille Kombination. Ich habe Angst, wenn ich hier in den Raum reingehe. Ha! Eieiei. Vor Schreck habe ich das Licht ausgemacht bei mir. Oh Gott, ich... Ja, aber er macht halt immer nur das Telefon oder das Licht an. Hm. Ich weiß nicht. Schreib in das Buch. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie einen Geist, der... wo wirklich als Tipp drin steht? Wenn sie ihn aufspüren wollen, klingelt er immer mit dem Telefon. Naja, aber lass mal wieder rausgehen und gucken, was bei den einzelnen Geistern steht. Ja. Weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei dem einen steht oder... kann ja auch drinstehen, bewegt Gegenstände oder sowas oder... Ja. Irgendwie sowas, eine Art, das keine stimmt. Ahnung. Ja, jeder Geist hat irgendwie so eine Art extra... Schwächen und Stärken. Ja, genau. Und irgendwie sind die bei jedem Geist aber anders. Weil, wie schon gesagt, diese Orbs, das ist wirklich so scheiße, das erkennt man überhaupt gar nicht. Hast du die Kamera schon gedreht? Nee, das ist auch sowas. Ich habe halt alles voll gehabt. Mit Box, Taschenlampe und Kamera, aber ich mach die Kamera, also die Fotokamera jetzt weg. Ach du Scheiße, was macht denn der gerade da drin? Oh. Der geht richtig ab. Und hört so langsam wieder auf. Oh, die UV-Lampe ist noch an. So, was wollte ich jetzt? Ach so, ich bin so doof, Alter. Ich bin so doof. Aber ey, wir haben das vierte Ziel schon mit dem Geister-Event. Natürlich, so. Natürlich, wenn ich den Typen sehe, dann ist es eine Art Geister-Event. Ja. Du mit deinem Kruzifix. Okay, wollen wir nochmal hoch? Ich meine, bei welchem steht denn, dass der Angst vor dem Kruzifix hat? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, den haben wir gar nicht hier in der Auswahl, oder? Warte mal, Spirit, keine... Nee, Spirit ist es nicht. Jetzt haben wir uns wieder ein Eigentor geschossen, wenn es ein Gespenst wäre. Angenommen. Giftige Reaktion zu Salz ist eine Schwäche, wir sind so doof. Also wir müssen dann direkt Ach, warte Salz mal, kaufen. Ich hab's hier. Bannsee. Bannsee fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Na, okay, ich laufe mit Kruzifix rum. Gut, und ich snack nochmal die Videokamera und drehe die mal zu dem anderen Flur hin. Die Runde fängt ja schon gut an. Ja. Mann, wir brauchen wenigstens... Scheiße. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Sehe ich den wenigstens? Oh ja, das war wie so eine Art Bauarbeiter. Okay. Scheiße. Ja, ich bin... Oh, ich klitsch schon wieder im Dings. Was ist das denn? Oh Gott. Ich lebe noch. Oh, meine Güte. Und das passiert, wenn man unachtsam ist. Ja, ohne Scheiß. Als wir reingegangen sind, mein Gedanke... war einfach nur, immer wieder, wenn wir ins Haus reingehen, wird es schlimmer. Und oh, dann war ganz oben bei und 10. Dann kommt sowas, ne? Ich mache jetzt noch fix ein Foto von dir. Hm, mach das. Und ich guck mal parallel mal hoch, weil das Ding ist, wenn man tot ist, befindet man sich halt hier in dieser Geisterwelt und kann man tun und lassen, was man will. Und ich will mal gucken, ob ich das sehe, ob... Nee, das ist scheiße. Ich kann nicht sehen, ob es Geisterbuch ist. Da bist du halt jetzt ziemlich am Arsch. Ein kaputter Spiegel. Oh. Ich höre irgendwas klinkern. Hab dich fotografiert.
Klinkern und Knarzen höre ich. Ich könnte jetzt theoretisch ein Bansisch sein, da ich ja noch lebe. Vielleicht hat es was mit meinem Kruzifix zu tun gehabt. Ich kann gucken, ob mein Kruzifix funktioniert hat. Ja, mach mal, ich bin gerade... Ja, ich habe die Sicherung gefunden. Kann ich die anmachen? Nein, mein Kruzifix hat nicht funktioniert. Ne? Nö. Manchmal klappt das und manchmal nicht. Das ist irgendwie auch mysteriös. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, ich merke mir das nie. Aber bei diesem Farmhaus ist diese Sicherung nicht oben, sondern hier gibt es noch einen extra Raum. Und da ist die immer drin. Okay, mein Spiel hat gerade gehangen. War der Geist nochmal hier? Ich weiß nicht. Weil jetzt ist er auch ziemlich aktiv gewesen. Jetzt? Ja, jetzt ist er gerade wieder auf Null gegangen. Ach so, ich dachte, ich sehe den mal. Hallo Geist. Nee, der ist auf Null. Schade. Also schließen wir jetzt alle mit Gefriertemperatur aus. Ja, welche sind das? Warte, ich guck mal parallel im Haus. So, welche sind das mit Gefriertemperatur? Bansee können nochmal ausschließen tun. Oni ist noch drinne. Dämon hatten wir nicht. Revenant ist auch noch drinne. Also warte, ich sag dir, was wir alles für hatten. Ein Phantom. Warte, ich guck mal parallel. Phantom ist Gefriertemperatur. Also können wir Phantom ausschließen. Also schon mal nicht. Im Bannsee ist es auch nicht. Hat ja auch Gefrier. Genau, also können wir auch ausschließen. Ein Chin. Der hat keine Gefriertemperatur, der hat Geisterbox und Geisterorb. Puh, kommt doch noch einige in Frage. Ja. Warte mal, ich guck mich noch mal ein bisschen um. Oder ich gehe. Aber mit... die Box antwortet der ja halt nicht. Ja, okay, das ist halt das Ding. Ich kann jetzt auch noch mal schnell nachgucken im Internet, ob, wenn der halt selbst irgendwas hier bewegt, ob das schon als Antwort gilt. Warte mal, ich komme mit zum Van und dann, warte mal, ich check das mal schnell aus. Also man kann Aufforderungen machen, Ort, Alter, persönlich und einzelne Wörter. Und Aufforderungen, warte mal. Also das zählt dann doch irgendwie schon als Antwort, denke ich. Ja. Warte mal, und hier hatten sie noch also. Was wegen... Warte mal, Antwort. Wenn der Geist mit Kill, Death, Attack oder einem anderen gewalttätigen Satz antwortet, könnte es bald anfangen zu jagen. Es ist empfehlenswert, die Benutzung der Geisterbox während einer Jagd zu unterlassen. Aber das hatten wir noch nie, dass der irgendwie Kill da drauf hatte. Nee, mit uns redet der ja nicht. Ja, das ist halt, wie schon gesagt, entweder ist es halt Geisterorb oder... Oder das Buch. Aber Orb sind es nicht, Buch ist es theoretisch auch nicht. Na, Buch weiß ich nicht, weil wie schon gesagt, würde ich es hier in der Geisterwelt sehen, ich könnte dir locker sagen, ey, es ist Geisterbuch. Aber ich sehe halt nichts, es ist halt komplett schwarz. Orb ist es halt nicht, da sieht man halt nichts. Ja. Na, treib einfach ein Uni ein, oder? Du hast auch keinen Bock mehr reinzugehen. Nee. Ja. Dass er wieder aktiv ist. Jetzt im Moment geht's. Oder warte, wollen wir es so machen? Ich bin nämlich hier im Van. Wollen wir das so machen? Du gehst schnell hoch, guckst, ob das Buch ist. Ich kontrolliere hier die ganze Zeit, ob das aktiv ist. Ja. Dann, ich lauf schon mal los. Ich renne. Ja, mach das. Er ist gerade auf Null. Beeil dich. Ich kann aber nicht so schnell rennen. Ja, ich weiß. Ich weiß, Sprinten in diesem Spiel existiert fast gar nicht. Okay, er ist immer noch auf Null. Immer noch auf Null. Ja, das ist halt das auch das Negative, wenn du halt stirbst, verlierst du deine ganzen Sachen, die du dir vorher gekauft hast. Also die zweite Kein Foto. Buch. Kein Buch. Kein Buch. Ach Mensch. Aber dann muss es ja Geisterorb sein. Dann sind wir einfach nur bescheuert. Okay, warte, es ist immer noch auf Null. Wollen wir das... Ah nee, du bist schon unten. Vergiss es. Alter, denkst du, ich bleib da drin? Oh Gott. Naja, aber... Na gut, was machen wir denn jetzt? Na, wollen wir Heck oder... Okay, jetzt steigt er erst wieder auf 2. Wollen wir einfach Heck und Verreck und wir geben einfach Uni ein? Ja, hab ich schon. Oder warte, du gibst Uni und ich mach einfach... Was wär's noch gewesen? Gin. Komm, ich mach einfach auf Gin.
dann machen wir 50-50. Ich sehe gerade, mein Foto, das ist sehr schön geworden. Ja, ich hab's so von draußen fotografiert rein. Kann ich starten? Gin. Ja, hab ich. Ja, es ist dann halt, wenn Heck oder Verreck, wir haben auch öfters mal dann nur noch geraten, weil wir dann keinen Bock mehr hatten. Vor allem am Anfang. Ja, am Anfang. Später haben wir uns dann zusammengerissen und haben dann mindestens immer zwei. Der Geist ist, Sprachen lernen. In Uni. Geil. Wie viel hast du denn bekommen? 50. Ich hab 65 wegen der Versicherung. Oh, immer mit deiner Versicherung hier. Ja, das ist auch... Salz wollen wir kaufen. Müssen wir kaufen. Was müssen wir? Ach so, Salz. Ja. Ja, das ist auch sowas. Wenn du stirbst, kriegst du halt nochmal extra Bonus. Halt von der Versicherung. Das ist halt so. Und das hier ist halt nochmal dieser Mess-Dingsbums da halt. Wegen Erfahrung. So, warte. Und was brauche ich nochmal? Ja, Salz. Warte, ich mache... Eine starke Taschenlampe. Ja, warte, mache ich gerade. Foto habe ich nochmal. Starke Taschenlampe. Mhm. Oh, scheiße. Habe ich noch genug für Salz? Wo ist denn das? Salz kann ich auch kaufen. Zur Not. Ah, 15. Ja. Hast du oder soll ich? Ich hab 95. Hä, wieso darf ich nicht? Nicht Geisterbox, ich will Salz! Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich nur noch 5 Dollar. Gut, ich hab's hinzugefügt. Sehr schön. So, und dann... ich glaube, wir schaffen noch eine Runde für das Video. Jetzt muss ich... Oh, ist das schön. Es gibt... 3, die wir überhaupt gar nicht leiten können, die wir aber auch nochmal irgendwann später mal zeigen müssen. Und, wie heißt das? Und dann halt dieses Roadhouse. Aber wir machen erstmal das, dieses zweistöckige Haus. Auch schon wieder zweistöckig, auch nee. Ja, hey, hallo, es gäbe auch noch das Asylum oder die Schule. Okay. Und das wäre halt für jetzt, ich meine, ja... Okay, das müssen wir aber dann irgendwann nochmal zeigen, weil das Asylum haben wir tatsächlich beide noch nicht gesehen oder gespielt, eher gesagt. Nee, gespielt nicht, aber schon mal ein bisschen im Video gesehen einmal. Echt jetzt? Ich überhaupt gar nicht. Das ist wirklich wie so eine Anstalt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Oh, nee. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Haben wir Räucherstäbchen? Nein, wir sind am Arsch. Stellen Sie die Anweisung eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Och nee! Ein Bewegungssensor? Nein! Nein? Och Mann! Okay, bin ja lost. Das Ding ist, das haben wir auch damals am Anfang gemerkt, wenn wir irgendwie Aufgaben bekommen haben mit mach das mit dem Kruzifix oder mach das mit dem Ding und wir waren noch nicht bei dem richtigen Level. Das war schon ein bisschen scheiße immer. Ja. Und wir sind genauso wie überlochen. Ja, das stimmt. Weil das ist halt wirklich dann... Wir haben die Pillen halt noch nie genommen, ne? Ja, weil wir das auch bislang noch nie irgendwie... Jetzt geh auf. Hallo. Meine Güte. Weil wir das auch noch nie irgendwie richtig benötigt haben in irgendeinem Sinne. Ja, aber es gibt auch, glaube... Ich weiß nicht, wenn man... Das habe ich mich mal gefragt. Ich meine, beim letzten Mal, wo wir gespielt haben, da haben wir das Asylum ja freigeschaltet. Ist halt die Frage, ob sowas dann öfters nochmal ist, dass halt neue Dinger in dem Sinne auch freigeschaltet werden, wenn wir da halt irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt auch nicht, deswegen. Ich finde es immer so schön, wie das Buch diese Anzeige immer hat, wo man das hinplatzieren könnte. Das sind manchmal so Stellen, also das glaubst du fast gar nicht. Hier ist ein Schlüssel. Oh, hier ist ein Schlüssel. Nimmst du den? Kann ich machen. So. Dann nochmal hier geguckt. Hier war die Garage. Hier ist die Garage. Gut. Aber hier ist er mal nicht. Ja. Warte mal, brauchen... Ich bin schon wieder zu doof. Brauchen wir denn einen Raum mit minus 10? Nicht... Was heißt minus 10? Unter 10? Hier, genau hier ist 7. Oh. 8, 9. Also ist er hier. Warte, dann platziere ich mal das Buch auch irgendwie hier hin. Die Dings hier hin. Aber in die Richtung auch. Wie witzig. Hey, hier aber auch. Nee, hier nicht mehr. Na, also ist es da in dem Gang irgendwo. Müssen wir schon mal nicht hochgehen. Ja, da irgendwo in dem Gang.
Okay, gut. Hast du es eben F dabei, oder? Nee, aber kann ich jetzt gleich noch... Dann nehme ich das. Nee, dann nehme ich das. Okay. So. Oh, guck mal, wie hoch der war. Hm. Wir haben da nicht mal geguckt, wie unser Geist heißt und so ein Kram, ne? Carol Harris. Ach, da bist du. Oh mein Gott, Alter. Warte mal. Soll ich nochmal schnell das Salz platzieren? Ich mach schnell. Ja. Ich mach einfach schnell. Ist ja... What the fuck war das jetzt eben für ein Grafikbug, Alter? Ich bin zum Haus hingelaufen, da waren tausende schwarze Striche, Alter. Das ist schön. So, ein bisschen Salz hier. Ein bisschen Salz hier. Ein bisschen Salz hier. So, und tschüss. Von eigentlich müssen wir noch rein, weil wir haben noch ganze 2 Minuten, wo er uns nicht angreift. Ach, echt jetzt? So schnell? So schnell sind wir, meine Güte. Warte mal, dann will ich mal dieses Mikrofongedönse hier machen. Wie geht das? Meinst du die Box? Mm-mm, dieses war dein Lieblingsgedönse, was du letztens so gemeint hast. Ich check's nicht. Warte mal. Oder muss ich irgendwo hin, dass das dann. Oh, ich hab 1,5? 4? 3? Alter, dieses Ding versperrt halt komplett die Sicht. 4, okay, hier ist der halt definitiv. 4, 3. Oh, Gefriertemperatur. Geil. Oh, das, wie es auch die ganze Zeit immer knarzt, Alter. So, wir hätten noch circa eine Minute. Der hat jetzt eben das Licht angemacht. Ach nee. Oh, doch. Ich meine, Licht ist eigentlich was Gutes, aber in dem Fall nicht. Okay, warte mal. Dann können wir ja gleich schon mal eintragen. Gefrier... Hab ich schon. Temperatur. Wir hätten Gespenst. Wir hätten Phantom. Wir hätten Bansee. Wir hätten Mari. Wir hätten Dämon. Yurei. Boah. Ist ja, schon... zu viel. Ja, schon wieder eine sehr große Auswahl. Vielen Dank, Spiel. Ich nehme nochmal die Fotokamera. Wir wissen doch nicht, was wir brauchen, und weil wir auch immer so wenig Geld haben. Ja, das stimmt. Ach, oh, scheiße. Ich wollte schon fragen, wieso kann ich denn mir keine weiteren Sachen mitnehmen? Ich habe noch dieses Mikrofon-Ding da. Kommst du mit? Ja. Ich, ja. Ich will nicht alleine rein. Der ist aber gerade total hoch. Jetzt ist er auf 7. Okay. Jetzt ist er auf 10, jetzt ist er wieder auf 7. Wieder so eine Spitze. Ich bin noch draußen. Alles gut. Oh, zum Glück, ey. Ich stand genau noch vor dem Eingang und hab dich gefragt, ob du kommst. Alter. Aber das ist halt wirklich so das Ding, sobald irgendwas ist, denkt man sich auch nur so, shit. So. Dann mal wieder Heck oder Verreck. Ich muss als erstes gehen. Mhm. Also wenn schon sterben, dann aber im richtigen Stil, Alter. Schreib in das Buch. Oh, was war's? War es EMF oder nicht? Nein. Schade. Oh, hier könnte. Warte mal, dann mache ich auch mal hier hinten. EMF ist es halt nicht, also bis jetzt nicht. Warte mal. Heck oder Verreck? Oh ja, es sind Fingerabdrücke. Okay, lass raus. Ja. Boah, Alter. Das Ding ist, man soll eigentlich nicht so sprinten, wenn der in der Nähe ist, aber Alter, ne. Scheiß drauf. Lieber raus als tot. Drin. Ja, oder drinne. Was waren es? Finger, ne? Fingerabdrücke. Ja, Fingerabdrücke. Geil. Dann ist es nur ein Gespenst, ein Bansee. Und mehr nicht? Oh, Alter, das geht ja jetzt so viel schneller, du. Warte mal. Wir wollen schon mal hier machen. So, warte also mal. Also entweder ist es ein EMF5. Ja. Warte, ich glaube. Ich bin so doof heute. Oder Geisterbox. Oder Geisterbox, okay. Oh, meine Güte. Warte mal. Ja, was wäre denn da jetzt mal am besten? Die Geisterbox haben wir noch gar nicht, ne? Nö, haben wir noch gar nicht gehabt. Warte, dann nehme ich die mal. Wir machen das jetzt einfach mal. Antwortet auf Gruppen als auch auf alleine. Also okay. Ich komme mit dir. Ich habe geguckt. Okay. So, warte mal. Ich will mal jetzt schon mal was versuchen. Ich bleib extra draußen. Mach eine Tür zu.
Mach die Haupttür zu. Mach das Licht an und aus. Mach das Licht aus. Kannst du mich hören? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Der hat überall das Licht angemacht. Ich hab keinen Bock. Warte mal, ich schmeiß die mal wirklich mal weg. Wow. Das war nicht gerade. Ja, aber was ist, wenn wir wirklich weiter rein müssen? Sag doch nicht sowas. Welche vorne war es ja nicht? Das war ja da hinten im Flur. Ich will nicht. Dann bin ich wieder diejenige, die stirbt. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Guck mal, ich komme auch mit dir. Komm. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. EMF 3. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ja! Komm, ich lass das gelten. Ich lass das gelten. Schnell raus hier. Oh mein Gott, Alter. Ah, ich bin wieder so dumm. Oh Gott. Bist du? Bist du da? Oh Gott sei Dank. Ich geb das einfach als Zeichen ein, Alter. Ich war aber EMF 3, also. Nee, aber Geisterbox ist doch auch noch. Alter. Weil das Ding ist. Oh, jetzt ist da das Licht auch wieder an. Das Ding ist, wenn das einfach als fucking Beweis gilt. Alter, ich mach das jetzt. Ich gebe einfach jetzt fucking Geisterbox allen. Weil dann wäre es halt ein Gespenst. Aber ey, überleg mal. Wenn das jetzt stimmt. Und das halt auch wirklich dann im Sinne der Geisterbox halt auch steht, okay, der kann uns halt antworten im Sinne von Kill oder das. Oder es gilt halt auch schon als Antwort, wenn der irgendwas macht. Das wäre halt so geil, wenn das jetzt wäre. Okay, ja. Also das Ding ist, ich habe jetzt schon auf Gespenst eingestellt. Ich auch, aber ich, warte mal, ich bin. Was hatten wir noch? Eine Ohnige. In der engeren Auswahl, oder? Mhm. Nee, ich glaube, das war noch dann Revin. Nee, es war Ban. Ach, warte mal. Ich mach. Geh gucken. Gespenst oder Bansee? Ach ja. Ach so, doch Bansee. Scheiße, ich hab's über. Ach, hier. Hab's. So. Bansees fürchten das Kruzifix. Ja, toll. So, Stärken. Eine Bansee wird jeweils nur eine Person jagen. Die hätte uns noch allgemein nicht gejagt. Ist zum Glück noch nicht passiert. Können wir aber auch nicht ausschließen. Eigentlich fast. Das stimmt wohl. Aber ich hatte halt nur ein EMF 3. Ja. Na, aber wie schon gesagt, wenn es halt, wie schon gesagt, wir können jetzt Heck oder Verreck machen. Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, es ist. Oder wir warten nochmal, dass er bis auf 1 ist und dann gehe ich nochmal rein mit dem EMF. Ach so, warte mal, dann können wir es doch auch wieder so machen. Ich kontrolliere hier und du gehst schnell rein und guckst. Aber erst wenn er auf 1 ist. Ja, natürlich. Natürlich, ich lass dich da nicht rein, wenn das auf 5 ist und dann kommt hier fucking 10 und dann bist du am Arsch. Nein, vergiss es. Okay, aber ich lauf schon mal zur Tür. So, er sinkt auf 1 und jetzt ist er auf 0. Er ist okay, auf. Okay, dann kann ich den nicht finden. Hä, wieso? Wolltest du nicht von mir, dass ich dir sag, okay, jetzt ist er auf 4 angestiegen? Immer 5! Okay, dann schnell raus. Ich begrüße dich mit einem Twerk-Tanz. Wunderschön. Ach Gott, okay, gut. Okay, dann müssen wir das ändern. Oder, ja. Wie schon gesagt, du. Oh, warte mal. Okay, warte mal. Warte mal. Hast du bei dir schon irgendwas eingestellt bei den Beweisen? Ja, Fingerabdrücke, Gefriertemperatur. Dann mach ich jetzt. Ich habe die Geisterbox. Ich habe jetzt EMF 5 eingetragen. Also hast du jetzt in dem Sinne Bansee?
Okay, und genau. Ich habe Gespenst. Und wir gucken jetzt einfach mal, wir können losfahren. Okay, das war jetzt eine schnelle Runde. Aber, wie schon gesagt, einfach nur mal, um auszuprobieren, ob das... Weil, wie schon gesagt, sollte es ein Banzee sein, dann hat sich's eher erledigt. Aber wäre es halt Gespenst, dann würde das meine Theorie halt bejahen, dass halt auch eine Anforderung eine Antwort ist in dem Sinne. Ja. Es ist ein Banzee. Okay, ich hab... Warum habe ich 0 Euro bekommen? Hä? Na, ich habe 10 Dollar nur bekommen. Hä? Wow. Das... Hä? Okay, aber ich würde sagen, für dieses Video 2 Runden ist doch gar nicht mal so schlecht. Und keiner ist gestorben, also... Jetzt, du meinst jetzt in... Du meinst jetzt in dieser Runde. Nee, stimmt. Ja. Keiner ist gestorben. In dieser Runde. Und wir waren ziemlich schnell. Genau, ich finde, okay, die erste Runde war so ein bisschen, weil wir halt überhaupt gar nichts erst gefunden haben, ne? Ja. Und das hier, das war einfach, ich verstehe es aber immer noch nicht, warum ich fucking 0 Dollar bekommen habe, ohne Scheiß. Naja, weil du falsch gemacht hast. Wir haben hier die Aufgaben nicht gemacht. Ja, stimmt. Wir hatten ja nur, die 10 Dollar habe ich ja nur bekommen für die erste Aufgabe, dass wir den Geist ja richtig erraten haben. Die richtige Art. Das Davon habe ich nur die 10 Dollar bekommen. Ist wieder scheiße. Also, aber es gibt auch andere Runden, die wir auch noch zusammen spielen werden. Und genau. Da würde ich auch jetzt erstmal sagen, war es das für dieses Video. Leute, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da für sterbende Leichen. Und für wundervolle Geister und für wundervolle Geisterjäger. Danke an Lelefeur. Gern geschehen. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das muss ich auch noch erwähnen. Wir beide haben Instagram. Das blende ich hier, entweder sei es in der Mitte, oben rechts, was weiß ich. Ich blende einfach mal unsere beiden Instagram-Accounts ein. Und wie schon gesagt, lasst einen Daumen nach oben da und bitte, bitte, bitte abonniert diesen Kanal, damit ihr solche Videos hier nicht mehr verpasst und auch natürlich andere Videos. Und aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, wann ein neues Video rausgekommen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, ciao. Tschüss.